Wie war das nochmal? Tor zu in Uelzen. Seltsame Kombisignale. Und stieg dieses Signal für das Lokführer-WC? Alles im neuen Clip. Kommen Sie mal so. Nach Möglichkeit ist es Freitag und 18 Uhr. Wenn ich fleißig war, ist das so. Und hier ist mein Clip für den Freitag, für euer Wochenende. Naja, übertreiben will ich auch nicht. Aber für ein paar Minuten Wochenende. Heute auf Rheinisch heißt der Clip Tor zu in Lüneburg. Naja, also das habe ich jetzt wirklich wieder mal irgendwie mit Staunen zur Kenntnis genommen. Wir sind hier in dem Zug 82814, Metronom, natürlich im Moment aus der Perspektive heraus im Autopilotenmodus. Aber gleich wechselt das Ganze, weil das ist mal wieder so einer von den Fahrplanzügen, der tolle Überraschungen für Zusianer News wie den Simmosack mit sich bringt. In diesem, ja, nicht ganz einfachen Fahrplan, wie ich fand, geht es um das Betriebsgelände Metronom. Da stehst du tatsächlich als Triebfahrzeugführer vor einem verschlossenen Tor. Fährst hin, Tor zu, peng. Gucken wir uns an, wie das Tor aufgeht und was dabei zu tun ist. Und außerdem, nach meiner Erinnerung, ich hoffe, das kriegen wir gleich nochmal zusammen gezeigt und gebacken, wird es da auch noch zwei Signalsituationen geben. Und wenn ich ganz viel Lust habe, dann schneide ich das euch für den Signalsituationen nochmal in Kurzclips, wie ich das auch schon zum Thema LZB gemacht habe. Diese Filme habe ich euch nochmal verlinkt. Da ging es um diese AFB-LZB-Geschichten und LZB-Ende-Geschichten. Wie gesagt, es geht nach Möglichkeit oben rechts. Das Ganze hier startet in Celle. Und das eigentlich Interessante passiert aber nicht in Celle, sondern, wie gesagt, passiert am Zielbahnhof. Und damit ihr hier nicht so lange warten müsst, der Zug geht immerhin bis dahin 45 Minuten, machen wir einen kleinen Zeitsprung, überspringen das ganze Fahrgedöns bis dahin und schauen uns an, wie man ein solches Signal bewältigt. Und wie man das Tor aufkriegt. Mit Türfreigabe kriegt man es nicht auf. Also dranbleiben, wir beamen uns jetzt vor nach Lüneburg. Da habe ich die ganze Zeit Lüneburg gesagt, ist aber gar nicht Lüneburg, ist ja Uelzen. Also die Korrektur, gibt mir sie, nimmt mir sie nicht übel, habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Wir sind noch im Automatikmodus, da ich noch ein bisschen was erzählen kann, ohne beim Quatschen wieder tausend Fehler zu machen, Zwangsbremsen zu bekommen und nicht wissen, wie es weitergeht. Nee, Spaß beiseite. Ist einfach ein bisschen einfacher beim Kommentieren. Also, was erwartet uns? Wir fahren jetzt gleich in den Bahnhof von Uelzen ein. Und das ist um 13.38 Uhr. Und das lassen wir jetzt mal alles von der Automatik erledigen, um uns das Ganze in Ruhe anzuschauen. Das macht die Sache jetzt für mich, wie gesagt, beim Kommentieren ein bisschen einfacher. Ist dann auch fehlerfrei. So, soweit dazu. Warum Tor zu? Also dieser Zug, der lässt seine Fahrgäste in Uelzen aussteigen und muss dann Richtung Betriebsgelände. Und das Betriebsgelände ist verschlossen. Und was das mit Zusi zu tun hat, warum Tore zu sind und wozu bestimmte Signale, die wir nur ganz selten zu Gesicht bekommen und auch die wir nur also ich wüsste gar keinen Fall im Moment in all meinen Zusi-Jahren, wo ich das schon mal gemacht hätte, ein Signal, was so selten ist, das ich zwar kannte, ich kannte es schon, ich glaube, vom Modellbahnzeiten her, aber jetzt trat es auf und es hängt im, oder es hat einen interessanten Zusammenhang mit dem, wie sagt man im Rheinland, Zuntor von, und jetzt sage ich es korrekt, Uelzen. Nicht Lüneburg, Uelzen, Simmosack. Warum verwechselst du sowas? Ist passiert, ist live, ist real, bleibt drin, also nicht böse sein. Ja, jetzt schleichen wir erst einmal hier auf den Bahnhof Uelzen zu und immer wieder muss ich auch an diesem Punkt sagen, also diese Arbeit, die hier von Streckenbauern, Objektbauern geleistet wird für die Community, ist einfach echt top. Ist jetzt schon ein bisschen älter, ich weiß. Die Strecken gibt es schon eine ganze Weile. Aber wenn man im Hintergrund schaut, was in der Entwicklung ist und was mit nächsten Updates wohl kommen wird,
Das ist etwas, ich finde es großartig und ich freue mich jedes Mal darauf. Freue mich dann auch wieder auf die neuen Strecken, aber ich freue mich genauso auf diesen Standardstrecken, was Neues zu finden, neue Geschichten zu sehen, neue Sachen auszuprobieren, neue Überraschungen erleben zu dürfen, wie die, die ich vor ein paar Tagen hier eben in Uelzen hatte. Ja, soweit so gut. Also, unser Simulator endet jetzt hier, unsere Fahrt endet jetzt erstmal für die Fahrgäste hier in Uelzen. Soweit so gut. Das ist auch alles ganz nett gemacht. Fahrgäste werden gleich hier am Bahnhof aussteigen und wir haben dann in der Simulation den Auftrag, unseren Zugverband auf das Metronom-Betriebsgelände zu bringen. Und das Ganze wird abgewickelt, so ich mich erinnere, wenn es der gleiche Zug ist, als Rangierfahrt. Das wird gleich die erste Herausforderung sein. Und dazu gehen wir wieder in den Führerstand und sagen dem Simulator, damit wir die Zeit hier nicht verlieren, es ist 36, 38 soll es losgehen. Wir machen einen kleinen Zeitsprung mit F4. So, was ist zu tun? Also, noch haben wir das Symbol oben Fahrgastwechsel. Es ist 41 und wir werden wohl Uelzen gleich verlassen können. Und wir sehen schon voraus, genau dieses Zusatzsignal am Hauptsignal, das beschäftigt uns gleich. Ist jetzt nicht das seltene Signal, von dem ich gerade gesprochen habe. Da gibt es durchaus gleich ein anderes seltenes Signal. Und wir schauen mal, wenn wir das hier ein bisschen beschleunigen. Jawohl, Türen schließen. Unser Triebfahrzeug fährt an. Wir bewegen uns jetzt hier beim PZB mit dem roten Wechselblinken, also 25 km/h nicht überschreiten. Das Hauptsignal zeigt durchaus mit einem roten Signal hier halten, aber es gibt Zusatzsignale und dazu brauchen wir die Befehlstaste. Zugbeeinflussung. Die Zugbeeinflussung sorgt dafür, dass wir jetzt in unsere Rangierfahrt übergehen konnten an diesem Hauptsignal. Das Zusatzsignal sagt also, hier darfst du drüber fahren, aber nicht als Störung oder Signalausfall oder sowas, sondern hier gehen wir tatsächlich in unsere unter 40 km/h laufende Fahrt Richtung Betriebsgelände in Form einer Rangierfahrt. Ein Rangier, ich würde sagen, ich recherchiere es aber genau, Rangierzusatzsignal. So, und jetzt müssen wir gucken. Jetzt bewegt die ganze Chaise sich hier Richtung Betriebsgelände von Metronom. Und an dem Betriebsgelände von Metronom, so war es in meinem ersten Zug, den ich gefahren habe, stehe ich tatsächlich vor einem verschlossenen Tor. Soweit so gut, aber hinter dem sich später öffnenden Tor, wie das geht, gucken wir uns gleich gemeinsam an, gab es noch eine Besonderheit. Nämlich auf das Gleis, auf das ich geführt werde, ist tatsächlich die Oberleitung, die Stromversorgung, einfach nicht durchgehend vorhanden. Da wir aber ja geschoben werden von unserer 146-231 und der Zug eine Länge von 200 Metern hat, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit einfahren, sondern exakt uns positionieren. So, da sind wir hier an den großen Silos von Nordzucker. Der Fahrplan sagt auch ganz klar, Metronom Betriebsgelände in die Abstellung als Rangierfahrt. Ja, wir haben hier ein Halt erwarten und dieses Halt erwarten gucken wir uns jetzt mal in der Großform an. Die Weiche wird uns gleich hier rechts abzweigen lassen Richtung Metronom Betriebsgelände. Da stehen, sehen wir auch schon die ersten abgestellten Züge und es ist ein ziemlich enger Radius, der hier gefahren wird. Und jetzt gleich blicken wir auf das verschlossene Tor von dem Betriebsgelände Uelzen Metronom. Und zwar das Signal, was ich meine, ist das W. Türfreigabe. Und W steht für Türfreigabe. Warten. Warten, worauf ist jetzt die Frage? Ja, wir warten jetzt einfach auf ein Telefonat von unserem FDL. Und der sagt, grüß dich Kollege, du darfst am Wartezeichen vorbeifahren, weiter in die Abstellung. Achte bitte auf die Oberleitung. Okay, dann mach mal. Ich klicke es jetzt mal hier weg, damit wir was sehen können. Und da seht ihr, Tor auf. Jetzt geht es
per Rangierfahrt in die Abstellung von Metronom. Das Gleis, auf das wir geführt werden, ist nicht durchgehend mit Oberleitung versehen. Auch dafür gibt es ja Signale, diese Rautentafeln, die uns das anzeigen. Achtung, du fährst in einen Gleisbereich ein, der nicht durchgehend mit Oberleitungsstrom versorgt ist. Und genau das geschieht jetzt gleich hier links. Da sehen wir schon, in unserer Abstellung endet gleichwohl die Oberleitung. Das Ende. Mal gucken, was von außen besser zum Sehen kriegen. Ich gehe jetzt mal mit der Maus hier hoch. Noch sehen wir den Fahrdraht. Fahrdraht, Fahrdraht, Fahrdraht. Immer noch Fahrdraht. Und hier an dem Punkt die Raute oben, die ihr da seht, heißt Fahrdraht Ende. Also, unser Steuerwagen ist schon ohne Fahrdraht unterwegs. Und wir müssen jetzt aufpassen beim Reinfahren, dass die Lok unter dem Fahrdraht bleibt. Eine geniale Herausforderung. Für einen Autopiloten gar nicht schlecht gemacht. Und da an dem Außenbereich sehen wir auch ein Treppchen. Das sehen wir hier. Und genau an dem Treppchen sollen wir wahrscheinlich anhalten, damit der Triebfahrzeugführer aussteigen kann. Nee, ist nicht da genauso. Aber das ist genau der Punkt, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Und wie ich finde, mal wieder eine richtig super Fahrplan-Besonderheit. Metronom-Abstellung. Es gibt auch Züge, da machen wir hier Kopf und es geht wieder zurück Richtung Zelle. Müsste mal im Fahrplan gucken. Toll gemacht. Und wie gesagt, das W-Signal, da müssen wir einfach warten, bis wir eine, eine Anweisung bekommen vom Fahrdienstleiter. Also Fahrplannummer 82814 ist der Zug. Vielleicht suche ich euch das nochmal raus und schreibe es auch in die Videobeschreibung. Und ja, damit war das heute mein kleiner Clip Tor zu in Uelzen, nicht in Lüneburg. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns, wenn alles klappt, dann den nächsten Freitag um 18 Uhr wieder. Wer mag, kann ein Abo dalassen, Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Ein Like macht mir genauso viel Spaß. Kannst ja weitergeben auf dem Kanal. Wenn du sagst, danke fürs Zuschauen. Tschüss.